Hallo ihr süßen Puppis, willkommen zur Nuttennachlese. Ich habe heute wieder so Lippen und die Gitti hat gesagt, wie heißen die? Das sind Mustache-Lips. Mustache-Lips. Ich möchte jetzt einen neuen Trend, einen neuen Beauty-Bloggerinnen-Trend aufmachen und zwar Mustache-Lips. Mustache-Lips. Ich habe extra den Lipgloss direkt von Jurassic Park. Genau, den verkaufe ich jetzt bald. Direkt, ja. Sehr gut. So, ihr Mäuse, bislang. Wir sind gerade in Los Angeles. Ja, und es sind die ersten 20 Minuten gewesen. Die ersten 20 Minuten ist gleich wieder Werbepause und sie haben heute ein Shooting, die Models, und zwar auf einem Rodeo-Pferd, diese automatisierten Pferde, aber ein Einhorn. Genau. Und mehr gibt es eigentlich gar nichts zu sagen. Die Models sehen alle aus wie Trinkerbell meets Katy Perry. Ach stimmt, eine wie alle, die andere. Die haben alle Perücken auf, entweder schwarzer Bob oder blonder Bob. Oder weißer alle Bob. Alle sehen aus wie Sia oder Katy Perry. Ja. Und dann machen sie, ganz wichtig auf dem Pferd ist, oder auf dem Einhorn ist, schöne Füße und sei modelig, hat die Heidi gesagt. Sei, was hat sie gesagt? Sie hat was anderes gesagt. Sie sei prominent. Prominent? Sei präsent. Präsent, genau. Präsent, prominent. Ist natürlich was, das ist genau dasselbe. Und da müssen sie da irgendwie posen auf diesen Thomas Hayo. Und ist da drunter. Der ist unter diesem Pferd drunter. Der ist unter dem Pferd drunter. Und sein Einhorn kommt vorne raus. Und genau. Und dann der Heidi Klum ist wieder wahnsinnig sadistisch, weil sie liebt es, wenn die Nutten da runterfallen vor dem Einhorn und die brechen sich die Hüften oder. Dann kommt sie immer mit so einem Wischtuch und macht es kurz sauber, lacht sie nochmal aus und geht wieder weg. Genau, und dann sagt sie, ha, 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 du bist runtergefallen, ha, ha, ha. So, das war's bislang. Sehr langweilig bislang. Super. Das geht jetzt bestimmt nochmal 20 Minuten so okay. Weiter. Also ich muss jetzt aufpassen, die Perücke habe ich hier gerade gefunden, Backstage, die ist von Margarete von Untod, eine gute Kollegin von mir und gute Freundin von dir. Darf ich die aufsetzen, Margarete? Wenn nicht, dann tut mir leid, ich habe es gemacht. So, zweite Werbepause ist da. Das Shooting mit diesem Einhorn. Einhorn war weiterhin da und erzähl was. Es war weiterhin langweilig. Ja, das stimmt. Dann gab es das Quintessenz. Am Ende gab es das Shootout zwischen Christina und Trixie, die beiden, die Wackleretten von der letzten Folge. Ja. Und natürlich hat, möchtest du was sagen? Die eine hat schöne Füße gemacht. Das ist die Trixie, weil die hat nämlich Ballett gelernt. Und schöne Füße sind bei Heidi immer ganz wichtig. Genau. Schöne Füße, schönes Gesicht und... Nee, in dem Fall kein schönes Gesicht, weil Trixie hat ein wahnsinnig hässliches Gesicht. Ist es die mit den Zähnen? Ja. Ah, Trixie ist die mit dem, die hat so ganz, die hat hier so Milchzähne und war hier so ganz, ganz kleine, so kleine, wie sagt man dazu? Mausezähnchen. Mausezähnchen. Okay, die ist weiter. Dann die verrückte Claudia mit K, die war... bescheuert, wie immer. So und weiter. Eigentlich ist es noch nichts weiter passiert. Wahnsinnig also, langweilig. Ich glaube, nach der Pause wird es ein bisschen spannender. Warum denn? Weil da müssen die mit dem Fahrstuhl fahren und in der Zeit, in der Fahrstuhl fährt, müssen sie sich ganz schnell umziehen. Wahnsinnig langweilig. Gut. Mustache-Lips. Mustache-Lips. Hashtag Mustache-Lips. Hashtag Mustache-Lips. Gefundenerworte.de. Dieser Kanal wird Ihnen präsentiert von Mustache-Lips. Made by Jurassica Parker. Gefundenerworte.de. Wie dem auch sei, jedenfalls. Die ganze Zeit mussten wir uns jetzt anschauen, wie die blöden Nutten in einem Fahrstuhl rauf und runter gefahren sind und gierig nach irgendwelchen schlimmen Lidl-Heidi-Kollektionen greifen mussten. Und dann wurde immer ausgeblurrt, wenn sie halt nackt waren, weil das liebt ProSieben, wenn minderjährige Nutten nackt sind. Und dann war eine, die hat so ein Jackett angehabt und die war nichts drunter. Nichts drunter. Und Thomas Hayo, der war so geil da drauf. Der hat gesagt, boah, das war richtig geil. Und die hat doch gewonnen, oder? Ja, da war nämlich noch so eine Tussi, die kannte keiner von uns, aber das ist eine Influencerin. Ja. Also irgend so eine Eule, die auf Instagram. Wie heißt sie? Die heißt blablabla, wahnsinnig langweilig. Und jetzt ist gleich der finale Walk, der Elimination Walk. Und eine muss gehen. Nur eine? Nur eine leider. Aber nur eine kann. Und nur eine soll. Und nur eine wird. Kacken gehen.
Du Starships. Du Jurassica, ich habe da was ganz Neues. Was denn? Das ist direkt von otto.de. Oh. Mustarships. Oh. Ganz neu gefunden. Oh. Also für jeden Influencer. Mal da oben auch noch. Da, da so. Oh ja, geil. Und hier so. Oh. Ja. Mustarships. Das war die von dem Shootout. Und dann haben die halt, die haben so Comic-Make-up, so wie Ryan Stecken aussieht. Ja, ja, es war alles Launch bei so, Ryan Stecken. Ja, mit so Comic-Make-up und haben sie auch so, so Outfits, da steht hier so Drag. Bang oder Drag Race oder RuPaul. SpongeBob. SpongeBob drauf und das war's. Und Heidi Klum ist drauf. Auf Crystal Meth. Und das kann sie ja besonders gut. Sag noch was. Ja, und Michalski ist auf Poppers. Sind das etwa Mustarships? Das sind Mustarships. Oh. Oh. Da, da, da. Ah, ja. Ja, Mustarships. Oh. Da oben. Da oben. Oh. 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 Mustarships. So, es ist jetzt eigentlich gar nichts mehr passiert. Tatsächlich nicht, nein. Es ist nichts passiert. Nichts Wichtiges. Es sind, die 10 Wackelpeter-Kandidaten sind jetzt durchgeschüttelt worden. Und eine ist raus. Eine ist raus. Nee, zwei sind raus. Zwei sind raus. Wir wissen nicht wer. Ist mir auch scheißegal. Das Kick war's. Und Fonzi sind Kick raus. Und Fonzi sind raus. Es ist Mäuse. Schön, dass ihr mit dabei wart. Folgt mir auf Instagram und auf YouTube und auf Facebook und auch otto.de und kauft neue Mustarships. Mustarships. Bye. Bye. Sharing is caring.